Herzlich willkommen zum Webinar heute zum Thema Bewegtbild. Ich wünsche Sie alle herzlich willkommen. Es geht heute um die unterschiedliche Werbewirkung des bewegten Bildes. Wir konnten zwei Experten gewinnen, die uns heute ein spannendes Referat halten. Das ist Johanna Teichmann und der Samuel Farni. Und Sie werden in Ihrem Referat über die Track-to-Success-Studie berichten, auch die Resultate daraus zeigen. Das ist wirklich eine spannende Sache. Ich möchte noch kurz zu Johanna Teichmann etwas sagen. Sie ist seit 1995 bei 7One Entertainment in München und sie ist da Head of Advertising und Media Research, also sehr eine aus der Forschung. Und dann haben wir mit Samuel Farni ebenfalls jemanden aus dem Research. Samuel ist seit die Admira gibt, das ist jetzt bei gut 6 Jahren, ist er bei Admira als Research Specialist und leitet hier Projekte zur Mediennutzung und Werbewirkung. Und da sind wir sehr gespannt. Doch vorab wird uns Christian Rufener, unser Managing Director, eine kurze Einleitung geben zum Thema mit dem Titel Wie wirkt Bewegtbildwerbung auf unterschiedlichen Mediakanälen? Ganz wichtig, wir haben auch ein Q&A am Ende der Veranstaltung. Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht und drücken Sie unten auf das Chat-Symbol. Sie können da die Fragen direkt in den Chat schreiben und wir werden dann die Fragen im Q&A nach dem Referat aufnehmen. Dann, last but not least, noch ein Hinweis. Es finden gleichzeitig oder respektive gleich im Anschluss noch die Screenforce Days statt. Das ist eine Veranstaltung, wo es auch um Bewegtbild geht. Und dort gibt es ebenfalls nochmals ein Webinar gleich im Anschluss zu Mapping the Moods, die Vermessung der Videolandschaft. Hier werden auch noch psychologische Komponenten der Videonutzung berücksichtigt in dieser Studie, für die danach noch eine weitere Studie hören werden und sich vertieft dafür interessieren, finden den Teilnahmelink auch direkt im Chat. So, das war's von mir für die Einleitung. Ich wünsche allen gute Unterhaltung und ein lehrreiches Webinar und würde jetzt gerne zu meinem Kollegen Christian übergeben. Danke, Moritz. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Und wie Moritz erwähnt hat, bevor Johanna und Samuel die wichtigsten Ergebnisse der Track-to-Success-Studie präsentieren, möchte ich Ihnen kurz die Bewegtbildnutzung der Schweizer Bevölkerung präsentieren und aufzeigen, weshalb ein All-Screen-Planning-Ansatz immer wichtiger wird. So. Wenn man als Markenverantwortlicher aufs Jahr 2010 zurückblickt, war die Planung einer Bewegtbildkampagne relativ unkompliziert. Ein TV-Spot, eine überschaubare Anzahl an TV-Sendern und Werbeumfelder. YouTube und Facebook waren zu diesem Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen. Instagram wurde erst 2010 lanciert. Wenn eine Marke heute mit Bewegtbild on air gehen möchte, ist die Planung wesentlich komplexer. Aber nach wie vor gilt, Bewegtbild emotionalisiert, erzählt Geschichten und erzielt eine hohe Wirkung in der Zielgruppe. Wie sieht nun die Bewegtbildnutzung der Schweizer Bevölkerung aus? Auf diesem Chart sehen wir die Nutzung der 15- bis 59-jährigen Personen, die mehrmals pro Woche einen Bewegtbildkanal nutzen. TV, Live oder Replay, wird 76,8% der Zielgruppe mehrmals genutzt. TV nur Replay 50,4%, YouTube 55,9%, Netflix 36,7% und Facebook 42,9%. Die Kombination TV und YouTube wird sogar von 93,3% der Zielgruppe mehrmals pro Woche genutzt. Wenn man jetzt eine bisschen eine jüngere Zielgruppe anguckt, nur die 15- bis 39-jährige Personen, fallen einem drei Sachen auf. TV, die Nutzung von Live und Replay, reduziert sich in dieser Zielgruppe um 10%.
YouTube erhöht sich die Nutzung um über 15%. YouTube wird sogar intensiver genutzt als TV. Und anstelle von Facebook erscheint jetzt Instagram, weil dieser Social-Media-Kanal für diese Zielgruppe relevanter ist und die Nutzung erhöht sich um sagenhafte 20%. Die Kombination TV, YouTube bleibt plus minus unverändert bei 93,1%. Was bedeuten diese Zahlen nun für den All-Screen-Planning-Ansatz? Wie ihr euch alle vorstellen könnt, ist natürlich die Nutzung der Zielgruppe ein wesentlicher Aspekt, welche Kanäle wir am Ende einer Planung einsetzen. Genauso wichtig ist aber auch die Zielsetzung einer Bewegtbildkampagne. Sind es eher markenbildende Maßnahmen, wie zum Beispiel Positionierung, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Bekanntheit? Oder sind es eher performancebasierende Maßnahmen wie Aktivierung einer Zielgruppe oder die Beeinflussung vom Kaufverhalten und Kaufabsichten? Dieser Punkt ist genau gleich relevant wie die Nutzung der Zielgruppe. Und was auch noch dazu kommt beim All-Screen-Planning-Ansatz ist, wie wird dieser Ansatz taktisch eingesetzt? Geht es darum, wie wir gesehen haben bei den vorherigen Charts, Leistungslücken bei jüngeren Zielgruppen zu schließen? Beispielsweise, ich setze TV ein und bei einer jüngeren Zielgruppe ergänze ich mit YouTube, dass ich die gleiche Reichweite, die gleiche Leistung erreichen kann. Geht es darum, die Reichweite zu erhöhen mit einer beispielsweise Kombination von TV und YouTube? Geht es darum, die Tiefenwirkung zu optimieren? Da kann zum Beispiel Kino relevant sein oder auch eine Möglichkeit, geht es einfach darum, die benötigte Leistung so kosteneffizient wie nur möglich einzukaufen. Diese drei Parameter, Mediennutzung, Zielsetzungen und taktische Umsetzung, sind die wesentlichen Parameter einer All-Screen-Media-Planning. Es gibt aber auch eine große Herausforderung. Und zwar gibt es keine breit akzeptierte Schweizer Bewegtbildmessung über alle relevanten Medienkanäle. Medienkanäle relevant heißt nicht nur YouTube als Gesamtes, sondern auch verschiedene Werbeformen innerhalb des Kanals, unterschiedliche Devices, sprich Mobile, Tablet, Desktop, Big Screen und unterschiedliche Nutzungssituationen. Das ist eine extrem große Herausforderung und ich sage mal so, als Optimist ist es zu hoffen, dass wir da in naher Zukunft auch für den Schweizer Markt eine adäquate Lösung finden werden oder zumindest hoffen, dass wir das finden können. Was bedeutet das für uns in der Praxis? Wir bei MediaSchneider, wir arbeiten immer noch mit der Media Equivalence Studie Video von 7-1 Media, Google, Fazit Research aus dem Jahr 2018. Bei dieser Studie wurden 3700 Einzelinterviews in Deutschland durchgeführt. Abgefragt wurden drei Marken. Ausgespielt wurden neben den Werbemitteln dieser Marken zusätzliche Werbemittel von 20 Distraktormarken. Dass wirklich die Leute, die befragt wurden, sich erinnern mussten, habe ich jetzt die Marke ABC oder habe ich eine andere Marke gesehen. Auf diesem Chart sehen wir jetzt die Resultate zur ungestützten Werbeerinnerung mit einem Single-Kontakt. Der TV-Spot im klassischen Block wurde nach der Ausstrahlung bei der Befragung von 18% erinnert. Das bedeutet, 100 heißt Index 100, ich habe es indexiert. TV-Pre-Split, eine Sonderwerbeform, wurde von 19,4% erinnert. Eine Eckplatzierung, Letzt- oder Erstplatzierung von 20,1%. YouTube, die Pre-Roll-Umsetzung von 13,8%. Pumper-Ad von 16,6%. Und ein Videopost auf Facebook von 6,6%. Man sieht, was die Werbewirkung betrifft, dass TV die höchste Wirkung hat, ein TV-Spot. Pumper-Ad von YouTube relativ nah an die Werte von TV kommt. Und der Facebook-Videopost ein bisschen abgeschlagen auf dem letzten Rang platziert ist. Werbewirkung ist das eine Thema, Kosten das andere Thema. Auch hier habe ich wieder diverse Werbeformen, berechnet. Wichtig, das sind Netto-Netto-Durchschnittspreise. Das heißt, je nach Kampagne kann sich das ein bisschen verändern. Zielgruppe ist 15- bis 59-jährige Personen.
Und man sieht zum Beispiel 30 Sekunden TV-Spot, habe ich ein Netto-Netto-TKP von plus minus 50 Franken, was wieder Index 100 ist. Reduziere ich die Spotlänge auf 20 Sekunden, bin ich noch bei 34,64, bei 15 Sekunden sogar auf 28,63. Der billigste TKP hat YouTube, der Bumper Ad mit 8,68 Franken, gefolgt von TrueView for Reach mit 12,52 und Facebook Video Ad von 12,64. Jetzt, was natürlich extrem wichtig ist bei dieser Betrachtung, hier nimmt die Werbewirkung, wir können uns erinnern, Bumper Ad hat eine relativ hohe Werbewirkung, fast auf dem gleichen Level wie TV. Die Kosten sind aber effizientiver oder signifikant tiefer. Jetzt muss man sich natürlich auch bewusst sein, ein Bumper-Ad wird 6 Sekunden ausgestrahlt, ein TV-Spot ist 30 Sekunden. Das ist dann auch die Thematik, was die Botschaftaussteuerung betrifft, was das Storytelling betrifft, etc. Was man aber sicher sagen kann und auch sagen muss, ein TV-Spot, ein 30-Sekünder, wirkt oder macht sicher, ein Einsatz macht sicher mehr Sinn bei den ganzen markenbildenden Maßnahmen. Ein Pumper-Ad oder auch eine kürzere Form von einem TV-Spot wäre vielleicht sinnvoller bei performancebasierten Maßnahmen, wo ich nicht 30 Sekunden benötige, sondern wo ich wirklich auf 6 Sekunden auf den Punkt kommen kann. Was auch wichtig ist, neben Kosten und neben Wirkung, ist natürlich eine mediengerechte Umsetzung. Ich kann die Wirkung mit einer mediengerechten Umsetzung signifikant beeinflussen. Was das bedeutet, zum Beispiel der TV-Spot wirklich nur auf TV einsetzen, für die digitalen Kanäle separate Umsetzungen machen. Der Spot auf den digitalen Kanälen muss, zum Beispiel bei Facebook, ohne Ton wirken. Der Spot muss kurz sein, die Kernbotschaft muss am Anfang kommen, nicht wie bei TV zuerst eine Geschichte erzählen und am Schluss dann die emotionale Auflösung mit der Marke und natürlich auch bei Mobile, dass ich das Format ändern muss. Was man ganz klar sagen kann, das ist mein Fazit, die Performance-Analysen zeigen, dass Video- und Social-Media-Plattformen, das zeigen auch die Auswertungen, einen relevanten Beitrag zur Erreichung einer geplanten Reichweite bei einer Bewegtbildkampagne leisten und selbstverständlich ein Einsatz, der nach Aufgabenstellung auch sinnvoll ist. Einfach was nochmals als Repetition, neben den Kostenvorteilen der digitalen Kanäle muss jedoch auch zwingend die unterschiedliche Werbewirkung und eine kanalgerechte Umsetzung berücksichtigt werden. Was diverse Studien auch zeigen, unter anderem Auftrag der Success-Studie, dass Werbung im linearen Fernsehen deutlich besser wirkt als beispielsweise bei YouTube oder Facebook. Aber wie lassen sich solche Unterschiede erklären? Ich glaube, diese Frage versucht die Studie Track the Success von der Screenforce zu beantworten. Und liebe Johanna, liebe Samuel, wir sind jetzt sehr gespannt auf eure Ausführungen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diese Einführung, Christian, die wirklich eigentlich alle wichtigen Punkte schon mal umreißt. Und ich versuche hier meine Präsentation jetzt einzugeben und die von Christian zu überblenden. So, und somit sollten wir soweit sein. Gut. Vorneweg noch einmal herzlichen Dank an Media Schneider für diese Einladung, für diese tolle Gelegenheit, auch über Werbewirkung sprechen zu können. Ich danke hier im Namen von Screenforce Schweiz und der AGFS für diese Möglichkeit. Ich selber bin bei Admeira angestellt, vertrete aber diese Studie hier im Namen von Screenforce Schweiz und mit mir an Bord ist auch Johanna von Screenforce Deutschland, die noch viel näher an der Umsetzung von dieser Studie war. Es ist eine Dachstudie, D Deutschland, A Österreich und CH Schweiz, also alle drei Länder. Und diese großen Studien, die werden meist vor allem aus Deutschland finanziert, aber für uns in der Schweiz ist es eine extrem tolle Sache, auch Teil davon zu sein und davon wirklich Erkenntnissen zu profitieren, die wir in der Forschung sehr wahrscheinlich selber nicht für den Markt Schweiz finanzieren könnten.
Genau, ich steige ein in die Tracted Success Studie, nehme aber doch auch noch mal kurz ja, wie Bezug auf zu den einleitenden Worten von Christian. Ihr habt es gesehen, die Reichweitendiskussion ist eine viel komplexere geworden als noch 2010, wo man eigentlich quasi mit 14 Sender die Reichweite gemacht hat. Jetzt ja, in der neuen Welt, in der neuen Bewegtbildwelt muss man viel mehr Kanäle miteinander kombinieren. Und diese Kombination, um auf die großen Reichweiten zu kommen, ja, das führt uns dazu, dass wir auch wirklich wirkungsverschiedene Kanäle miteinander kombinieren, und dem müssen wir uns wie bewusst sein. Die unterschiedliche Wirkung von Bewegtbildkanälen muss eigentlich dem Markt bewusst sein, bevor überhaupt eine solche Kombination sicher gemacht werden kann. Und da das dem ganzen Markt klar ist, nimmt die Diskussion um die Werbewirkung, ich würde jetzt aus meiner Perspektive sagen, in den letzten 2 Jahren wirklich an Fahrt auf. Also es wird, die Medienagenturen sind viel mehr auch auf diesem Gebiet tätig oder viel sensibler auf dem Gebiet der Werbewirkung, und auch Screenforce arbeitet sehr konkret auf diesem Gebiet der Werbewirkung. Was ich aber sagen muss, im Bereich der Werbewirkung sind wir wirklich noch bei den Frameworks und Einzelbeobachtungen. Das ist nicht wie bei der Reichweitenmessung, wo wir eine beglaubigte Forschung haben von einer unabhängigen Instanz, der Mediapulse, die uns die Reichweitenwerte liefert. Bei YouTube ist die unabhängige Messung noch eine andere Geschichte, ein bisschen weniger ausgeprägt, ein bisschen weniger gut, kein Goldstandard. Aber bei der Werbewirkung, das sind wirklich jetzt die Puzzleteile sind mal auf dem Tisch oder die Lego-Teile sind auf dem Tisch, aber die müssen noch zusammengeführt werden. Ein paar Lego-Teile werde ich euch heute in dieser Studie zusammen mit Johanna liefern. Gut, wir haben begonnen 2020 mit der ja, sehr starken Studie von Karen Nelson Field, die auch eine gute Durchdringung hatte und gut wahrgenommen wurde vom ganzen Werbemarkt. Die wurde sehr gut aufgenommen und gelesen. Und Not All Reach is Equal hat vor allem auf verschiedene KPIs fokussiert und gezeigt, wo liegt genau die effektive Wirkungsstärke in den KPIs von TV gegenüber YouTube, gegenüber Facebook. Hier hatten wir noch andere KPIs drin als nur der Werberecall. Also Werberecall ist sicher schon mal ein gutes KPI, ein gutes Indiz. Karen Nelson Field ging da noch weiter und hat zum Beispiel den STAS, den Short-Term Activation, diese KPI-Größe einbezogen, was so etwa eine Kaufabsicht entspricht, was auch Sinn macht. Image wäre ein weiteres KPI, das man als Wirkungs-KPI definieren kann, und dementsprechend, welches KPI der Werbewirkung man auswählt, werden sich auch andere Unterschiede manifestieren. Die Studie hier, Track the Success von 2021, von Screenforce Dach, fokussiert jetzt nicht so zentral auf die KPIs, hat zwar die, ihr werdet es sehen, auch aufgenommen, auch mit dem Werberecall, aber hier war die Frage wirklich, warum kommt es zu diesen Wirkungsunterschieden? Und was sind genau die Grundlage, was ist die Ausgangslage in der Wahrnehmung, in den emotionalen Reaktionen? Es zeigt eben dann auch den Werberecall, wie auch in der Media-Äquivalenz-Studie, dass auch auf Werberecall gemacht wird, und es fokussiert noch ein bisschen stärker auf die einzelnen Devices. Track the Success, wirklich eine wahnsinnig aufwendige Studie, auch eine wahnsinnig teure Studie. Wie gesagt, 8 Marken waren da drin. Es reicht nicht mehr, 8 Kreationen zu haben. Es muss kanalspezifisch, müssen die einzelnen Kreationen zum Teil abgeändert werden, dass das dann auch passt auf die verschiedenen Kanälen, die halt einfach anders sind, die halt einfach nicht mehr nur TV sind wie noch 2010. Teilnehmende haben wir 549, davon zwischen 70 und 80 aus der Schweiz. Und es gibt dann 400 Stunden von Medienverhalten, die beobachtet wurden in 4 Umfelder. Die werden wir nachher gleich sehen. Dazu komme ich noch. In 6 Städten wurde das
gemacht. War eine wirklich aufwendige Sache, weil die Leute wie getrackt wurden in ihrem eigenen Wohnzimmer. Das war auch während der ganzen Epidemiezeit. Also die konnte man nirgendwo hin einladen. Die bekamen Equipment, Messequipment zu sich nach Hause geliefert. In der Schweiz war das, in der Stadt Zürich wurden die Teilnehmenden getestet. Und insgesamt wurden dann so 3.444 Werbekontakte quasi ausgelöst, stimuliert, die dann beobachtet wurden und die dann ausgewertet wurden auf Wahrnehmung und auf Wirkung. Und das ist das, was ich zeige. Die vier Umfelder sind folgende. Wir haben oben links, und ihr seht es schon bewegen, die Werbung ist anders. Oben links haben wir klassisches TV. Dann auch hier auf dem Big Screen dargestellt ist Broadcast, Video on Demand. Dazu komme ich noch ein bisschen im Detail. Dann haben wir YouTube und wir haben Facebook, diese vier Umfelder mit, ja, ihr seht es schon hier auf den ersten Blick, ein bisschen unterschiedlichen Bewegtbildwerbekontakten am Schluss. Gut, die Frage, warum gibt es Wirkungsunterschiede, ist nicht so einfach zu beantworten. Wir brauchen ein Framework und iSquare, das Institut, das die Studie durchgeführt hat, hat hier ein gutes Framework vorgelegt, das ich arbeite sehr gern mit dem. Die definieren nämlich drei Systeme, nämlich das System 0. Das ist die Wahrnehmung. Das ist eigentlich das physiologische System. Da geht es darum, dass der Reiz, also ich sehe das da auf diesem Kopf, dass der Reiz überhaupt mal über Ohr und über Gehör überhaupt mal in das Gehirn gelangt, dass man das überhaupt wahrnimmt. Dann wird natürlich auf Reize reagiert. Also das Erste, was das Hirn macht, ist mal ganz viele Reize nicht aufzunehmen und rauszufiltern. Aber die dann durchdringen, die lösen etwas aus. Das ist System 1, aber ist noch implizit, also unbewusst. Und dann das System 2 ist das, was wir ja brauchen eigentlich in der Werbung. Das ist das System, wo sich dann explizit etwas manifestiert, zum Beispiel, dass man sich an eine Marke erinnert oder dass man sogar Lust bekommt, eine Marke zu kaufen und die dann effektiv und explizit am Point of Sales berücksichtigt. Also ihr seht, dieses Framework, ein tolles Framework, um da etwas abzugrenzen, um auch die KPIs etwas abzugrenzen. Und jetzt wird es so sein, dass ich euch das System 0, also das physiologische System, vorstelle und Johanna wird euch dann System 1 und System 2, die impliziten und die expliziten Reaktionen, vorstellen. Gut, System 0, Wahrnehmung. Ihr seht es hier, meine Mutterstadt Bern mit den Blitzen und ihr kennt das alle sicher auch, blitzt es irgendwo, wird eure Aufmerksamkeit sofort dorthin geleitet. Spätestens mit dem darauf folgenden Donner über das auditive System ist die Wahrnehmung vorhanden. Und ihr wisst, irgendwo ist das Gewitter da, ich sehe es. Also es löst direkt etwas in unserem Gehirn aus. Wir reagieren auf diese Situation. Und wie beim Blitz reagieren wir auch auf Werbung. Und dass diese Reaktion, diese unmittelbare physische Reaktion, die hängt natürlich ab vom Setting, wo eine Werbung ausgespielt wird. Und ich sehe es hier schon, bei Blitz kann man sagen, ja, ist auch 100%, wenn man draußen ist, dann wird man das sehen. Und bei den Screens ist es ein bisschen verschieden. Also man muss zuerst mal sagen oder ausdrücken, wie viel das überhaupt der Screen an Größe ausmacht. Und ihr seht hier auf der rechten Seite die unterschiedlichen Kanäle, die haben verschiedene Spezifikationen im Setting, also wie viel Screen das
effektiv abgedeckt wird. Und links auf der linken Seite ist das ganze Auditive. Wenn ihr in einem Gewitter seid, dann werdet ihr den Ton hören, den Donner hören. Bei Werbung ist es nicht immer der Fall, nicht auf allen Kanälen. Zum Beispiel auf Facebook haben wir da in diesen Mediensettings beobachtet, dass nur in 34% der Fälle der Ton auch wirklich an war. Also das heißt, in den meisten Fällen muss man bei Facebook eigentlich von non-audiovisuellen Kontakten sprechen, weil viele Kontakte die Anforderung Ton gar nicht erfüllen. Die anderen drei Kanäle erfüllen jedenfalls schon mal den Kanal Ton, also einfach dieses Setting Ton ist vorhanden. Hier kurz zu BVOD. BVOD ist vor allem in Deutschland ist es ein großes Thema, weil dort RTL mit RTL Plus diesen Streaming-Dienst am Aufbauen ist und auch ProSieben ist mit Join den Streaming-Dienst am Aufbauen. Das heißt, durch das, dass die Verbreitung von IPTV über die Set-Top-Boxen, wie das in der Schweiz gang und gäbe ist, über Swisscom und UPC Sunrise, durch das, dass die Verbreitung in Deutschland dort geringer ist, ist noch viel mehr Durchdringungspotenzial für Video, respektive eben Broadcast-Video, also die TV-Inhalte on Demand über den Browser, ist noch viel mehr Potenzial vorhanden. In der Schweiz ist es ein bisschen schwieriger. Wir sehen das am Beispiel von OnePlus und am Beispiel von vom Play Swiss von der SRG. Das Durchdringen des Marktes ist gar nicht so einfach, weil einfach so gute Angebote der Provider Swisscom und UPC Sunrise an TV on Demand vorhanden ist bereits. Gut, darum BVOD für die Schweiz nicht so spannend. Nichtsdestotrotz, die Werte sind cool, sich mal die anzuschauen, weil es eventuell auch ein bisschen Replay-Ads vorwegnehmen kann, beschränkt. Oder es kann eben auch sagen, was so Broadcast-Video on Demand, wie zum Beispiel Play Swiss, was zwar noch werbefrei ist, oder eben OnePlus so erreichen kann an Werbewirkung. Gut, dann zweiter Step, auch Setting, noch nicht wirklich physiologisch, sondern einfach durch Grundlage, was ist das Medium, was macht es überhaupt, wie viel Werbung kann es überhaupt übermitteln. Und ihr seht es, das ist ganz unterschiedlich, also die durchschnittliche Länge, die man hier übermitteln kann mit dem TV-Spot, die geht schon mal auseinander. Aber wir sehen auch hier, Facebook, wie auch schon beim Ton, fällt einfach schon vom Setting her, fällt schon ab. Und wird meistens schon gerade überscrollt. Das heißt, von der Werbezeit bleiben schon mal nur 52%. Auch da sind wir im TV am besten unterwegs, wo wir 100% der Werbezeit auch wirklich dann wahrgenommen wissen beim Konsumenten, beim Rezipienten. Auch BVOD ist sehr gut und auch YouTube non-skippable ist in diesem Bereich sehr gut. Hier wirklich wichtig, dass wir auch YouTube immer im Auge betrachten. YouTube ist nicht nur non-skippable. Wir sehen das später dann noch ein bisschen in der Tiefe. Gut, nicht nur die Zeit, also das Setting ist wichtig, sondern jetzt kommt eben das Physiologische. Wird wirklich die Aufmerksamkeit angezogen, wird der Blick wirklich auch auf die Werbung gerichtet. Und hier kommt eben dieses Setting wird visualisiert. Es war wirklich nicht so einfach, das zu messen. Aber ihr seht, wir haben, iSquare hat es geschafft, festzustellen, wie viel der Zeit, wo die Werbung gelaufen ist, auch wirklich dann Zuwendung zum Screen vorhanden war. Und da gehen jetzt Lücken auf. Also ihr seht, TV nimmt wirklich viel Aufmerksamkeit auf sich. BVOD schon ein bisschen weniger mit 89%. Der Zeit, wo wirklich die Zuwendung zu der Werbung war. YouTube ist hier mit den Non-Skippables bei 85% und Facebook, da ist die Zuwendung zum Screen ist nur bei 43%. Also ihr seht einfach da, wenn wir über Bewegtbild sprechen, diese Bewegtbilder haben ganz andere Setting-Voraussetzungen und physiologische
Voraussetzung. Gut, das zweite ist, wenn dann mal der Blick auf dem Screen ist, dann ist die zweite Frage noch, wie viel vom Screen wird wirklich von der Werbung eingenommen? Und da haben wir sehr gute Voraussetzungen bei TV, BVOD und YouTube auf dem Big Screen. Darum auch quasi hier mein Plädoyer für den Big Screen, weil Big Screen, also das TV-Gerät, das garantiert einfach eine 100% Coverage. Also das meiste an Inhalt, das wir auf diesem Gerät schauen, das nimmt immer den ganzen Screen in Anspruch. Und es ist auch noch der größte Screen. Das hat zwei Vorteile. Es ist der größte Screen und er ist immer voll bedeckt. Das Tolle an BVOD auf dem Smartphone ist auch, dass hier die Coverage, also wie viel vom Screen wird abgedeckt, extrem eine gute Ausprägung hat. Also ihr seht das auch in den Mediatheken. Da schaltet eigentlich, wenn man den Content abspielt, schaltet das immer automatisch gerade ins große Bild und auf Quer. Also hier wird wie sichergestellt, dass wir auch wirklich dieses Bewegtbilderlebnis, wie es dem früheren TV entspricht, auch sichergestellt wird. Bei YouTube ist es nicht immer der Fall. Also YouTube kann so genutzt werden. Wenn YouTube auf dem Big Screen genutzt wird, wird YouTube auch mit einer 100% Coverage genutzt. Aber YouTube auf dem Smartphone, da ist der effektive Screen sehr klein, weil YouTube einfach andere Funktionen mit sich bringt. Kommentieren, Kommentare lesen. Viel YouTube-Nutzung ist auch nur Musik hören. Also das heißt, dieser ganze Screen braucht es in vielen Anwendungen von YouTube eigentlich gar nicht. Und YouTube schneidet hier sogar noch schlechter ab als Facebook. Facebook hat eine Coverage, die wir da beobachtet haben, von 47%, also in etwa der halbe Screen, der ausgenutzt wird, was eigentlich gut ist. Das Problem von Facebook ist, dass während der Werbung der Blick nicht mehr auf dem Screen gerichtet ist. Also das ist das Problem von Facebook, das Problem von YouTube ist, der Blick ist zwar da zu 85%, aber der Screen wird nicht wirklich ideal ausgenutzt durch das Medium, weil es eben so viele verschiedene Anwendungen erfüllt. Also YouTube kann so viel Verschiedenes, was dann aber auch zum Problem werden kann. Gut, wir haben das dann verrechnet, oder Screenforce Dach hat das verrechnet zu dieser Wahrnehmungschance. Ihr habt auf der linken Seite 94% Zuwendung, diese physiologische Reaktion und die Coverage, also dieses Setting, wie viel das abgedeckt ist, 94 mal 100%, gibt eine 94% Wahrnehmungschance der Werbung im TV. Für Facebook sieht es ganz anders aus, wir haben es gesehen. Oft während der Werbung Blick nicht auf dem Screen oder nur in 43% der Fälle, das ist der Fall. Ausgenutzt durch Facebook, 47% des Screens, gibt eine Wahrnehmungschance von 20%. Gut, und wenn wir das jetzt berechnen mit der Werbezeit, die vorhanden ist auf einem Screen, dann ergibt sich dieser Unterschied und dann müssen wir zum Schluss kommen, ja, wir können schon Facebook und YouTube integrieren in eine Gesamtbewegtbildstrategie, aber gerade zum Beispiel für Branding oder wirklich eine Message zu überbringen, wird es ein bisschen trickier, weil wir haben bei Facebook zum Beispiel nur noch 2,8 Sekunden aufmerksame Zeit zur Verfügung, wo wir gute Werbewirkung erzielen können, was ein großer Unterschied ist zu 16,2 Sekunden im TV. Jetzt zu YouTube. Man könnte sagen, eben YouTube gar nicht so schlecht da mit 10,3 Sekunden. Wir haben da ein weiteres Problem, das wir bedenken müssen. Bis jetzt alle Werte beziehen sich auf non-skippable, also wenn die Werbung nicht geskippt wurde. Effektiv in diesem Experiment, das hier durchgeführt wurde, haben 66% geskippt. Das waren alle YouTube-Werbungen waren nach 5 Sekunden skippable. Und ja, es gibt Leute, die das durchschauen, aber ja, es gibt auch Leute, die skippen und das sind 66%, die skippen.
Und dementsprechend reduziert sich dann auch die Wahrnehmungschance, weil schon nach 7,8 Sekunden geskippt wird. Also die Grundvoraussetzungen ändern sich. Was spannend ist, das Skip-Verhalten unterscheidet sich auch vom Screen, also YouTube auf dem Big Screen auch hier. Neben guter Coverage weniger skippen. Auf dem Smartphone sieht es mit Skippen etwas problematischer aus. Und ja, man kann mit guter Kreation und da auch ein Plädoyer zu guter Kreation, sowohl im TV wie auch in YouTube, kann man das Skip-Verhalten verändern. Also gute Spots, gute Kreationen führen dazu, dass weniger geskippt wird. Aber ihr seht, noch beim besten Spot wird trotzdem geskippt. Also das ist einfach das, was man sich immer vor Augen halten muss, um überhaupt diese physiologische Komponente zu erreichen. Gut, das Setting und die Wahrnehmung, kommt ein Kontakt überhaupt mal im Gehirn an? Und jetzt leite ich über, wie kommt ein wahrgenommener Kontakt überhaupt an in der Reaktion? Und ich übergebe mit diesem Bild an Johanna. Ihr kennt dieses Baby aus dem Denner-Werbespot. Der Schoppen ist leer. Das Baby macht sich auf den Weg zum Kühlschrank, öffnet den und die Wahrnehmung hier, es kommt an, der Kühlschrank ist leer. Und hier würde ich mal sagen, dieses Kind reagiert mit Überraschung. Es reagiert nicht traurig, dass keine Milch da ist, sondern mit Überraschung. Aber natürlich ist es da eine sehr interessante Frage und eine wichtige Frage, wie wird überhaupt reagiert auf eine Wahrnehmung, zu welcher Reaktion führt das? Und mit dieser Frage an System 1, an die implizite, und an System 2, an die explizite Reaktion, übergebe ich an Johanna. Ja, danke Samuel. Ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen ein Zeitproblem. Ich weiß gar nicht, was wir noch zeigen wollen, weil eigentlich haben wir nur noch 5 Minuten inklusive Fragen. Da werde ich nicht durch alles durchkommen. Bin jetzt unsicher, was wir machen. Sam, geh einfach mal los, bitte. Ich würde jetzt nicht mehr ausführlich erklären, wie wir die Emotionen messen. Also es wurden Emotionen und Aktivierungsniveaus gemessen, das eine über Webcams, das andere über den Hautleitwert. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen was dazu erklärt, weil auch warum Emotionen so wichtig sind, das hat ja auch sehr viel mit der Kaufentscheidung zu tun. Ich fürchte aber, da können wir jetzt nicht mehr einsteigen. Johanna, ja, darf ich dich kurz unterbrechen? Von uns aus gerne noch einsteigen. Wenn ihr die Zeit noch habt, wär ich sehr froh, bitte. Ja, wir müssen in die andere Veranstaltung ja übergeben, die in 5 Minuten circa oder in 8 Minuten beginnt. Ich versuche es ganz kurz zu machen, aber das ist tatsächlich, um jetzt weit auszuholen, glaube ich, ein bisschen knapp. Ich weiß auch nicht, wer sonst noch weiter muss. Also wir haben mit der Webcam ja die Gesichter aufgezeichnet im Rahmen des Tests und dabei gibt es inzwischen so KI-basierte, ganz, ganz tolle Verfahren, die es ermöglichen, Emotionen zu erkennen, also so etwas wie Freude oder Überraschung, und zwar an der Muskelbewegung im Gesicht, die eben durch die Kamera erkannt und entsprechend zugeordnet wird. Und aus anderen Studien wissen wir, dass die emotionale Wirkung eines Spots extrem wichtig ist, weil Konsumenten, die positiv emotionalisiert sind, eben entsprechend bei einer Kaufentscheidung auch stärker aktiviert werden können. Deswegen ist das für uns so wichtig. Und in dem ersten Ergebnis sieht man dann eben auch, wie sich die emotionalen Reaktionen auf dem, jetzt müsste jemand bitte klicken, zeitlich verteilen auf den unterschiedlichen Kanälen. Ich sehe das Chart noch nicht, ich hoffe, die anderen sehen es. Und zwar sieht man hier, dass TV mit 5,1 Sekunden in einem durchschnittlichen Werbespot am meisten positive Emotionen auf sich vereint, während bei BVOD das ein kleines bisschen niedriger ist, bei YouTube schon deutlich niedriger und am allergeringsten bei Facebook. Hier ist eigentlich gar nicht die Gelegenheit und der Raum im Rahmen eines solchen Newsfeeds, wo dann ein Werbemittel eingespielt wird, um wirklich positive Reaktionen
auf den Spot zu lenken. Wichtig ist hier vielleicht noch zu bedenken, wir haben ja auch die Aufmerksamkeit auf dem Screen uns angeschaut und positive Reaktionen werden hier jetzt wirklich nur gewertet, wenn die Aufmerksamkeit auch gleichzeitig auf den Screen gerichtet war. Also wenn jemand jetzt währenddessen irgendwie seinen Hund gestreichelt und angelächelt hat, ist vielleicht die positive Emotion erkannt worden, aber da sie nicht auf den Screen gerichtet war, eben auch nicht gewertet. In einer weiteren Analyse sehen wir außerdem noch einen weiteren Grund, warum Fernsehwerbung eine so gute Voraussetzung hat zu wirken. Bitte wieder weiterklicken. Und zwar haben wir uns angeschaut, wie sich die Emotionen im Übergang oder im Unterschied von Content und Werbung verhalten. Und hier sehen wir, dass beim Fernsehen ein extrem ausgeglichener Zustand herrscht zwischen Content und Werbung. Das heißt, wir haben fast gleichermaßen positive Emotionen beim Sehen von Content gegenüber dem Sehen von Werbung. Bei BVOD geht da ein bisschen mehr schon verloren. Es ist aber immer noch eigentlich ein sehr harmonischer Zustand, während wir bei YouTube und vor allem bei Facebook extreme Verluste haben. Also da ist speziell bei Facebook das Nutzungssetting überhaupt nicht geeignet, um die positiven Emotionen von dem Content mit in die Werbung zu nehmen. Und das ist einer der Gründe, warum aus unserer Sicht Fernsehen und BVOD so gute Voraussetzungen für Werbewirkung bieten, weil die Nutzungssituation eben sehr, sehr ausgeglichen ist. Es geht gar nicht nur um das absolute Niveau der Emotionalisierung, sondern es geht vor allem darum, dass zwischen Fernsehen und Werbung ein harmonischer Fluss vorherrscht und nicht etwa irgendwie ein starker Bruch. Genau. Und das Gleiche sehen wir auf dem nächsten Chart dann auch beim Thema Aktivierung. Die Aktivierung wurde, wie gesagt, über den Hautleitwert gemessen. Da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Und auch hier sehen wir, wenn man einfach mal die Differenz in der Aktivierung zwischen Werbung und Content sich anschaut, dass wir bei TV eigentlich überhaupt keinen Unterschied haben. Das heißt, die Leute sind gleichermaßen aktiviert beziehungsweise unaktiviert. Fernsehen wird in einer sehr entspannten Verfassung konsumiert. Und da findet eben zwischen Werbung und Programm auch überhaupt kein Bruch statt. Das sieht eben, jetzt gehen wir nur mal rechts auf YouTube, bei YouTube, wo man gezielt nach Inhalten sucht und die Werbung einen dann wirklich dabei stört, das zu finden oder schnell zu bekommen, was man gerne haben möchte, da sieht das eben ganz deutlich anders aus. Und das ist aus unserer Sicht eben noch ein weiterer Grund. Okay, jetzt kommen wir im letzten Step noch zur expliziten Wirkung. Da haben wir noch ein kurzes Bild ausgewählt, was zeigen soll, was eine explizite Wirkung bedeutet, weil ihr wahrscheinlich jetzt alle an eine bestimmte Urlaubsregion denkt und ich, seit ich es gelernt habe, dass der Steinbock für Graubünden steht, auch immer daran denken werde, wenn ich ein solches Bild sehe. Und auf dem nächsten Chart ist jetzt direkt gezeigt, wie die Werbewirkung aussieht in den unterschiedlichen Medien. Und da sehen wir eben, dass beim Fernsehen ähnlich wie bei den Ergebnissen aus der Medienäquivalenzstudie, die wir schon gesehen haben, mit deutlichem Abstand die höchste Werbewirkung erzielt wird. Und das Ranking hier ist wieder das, was wir vermuten würden. BVOD, was ja auch eine ähnlich lean-back-mäßige Nutzungsverfassung wie das Fernsehen hat und auch, wie Sam ja schön gezeigt hat, auch eine andere Coverage und eine andere Wahrnehmungschance. Da findet eben auch entsprechend eine andere Werbewirkung nochmal statt, als zum Beispiel bei YouTube. Und das, obwohl wir bei YouTube auch wieder, bitte hier berücksichtigen, mit non-skippable Werbemitteln gearbeitet haben. Das heißt, wir haben YouTube eigentlich auch noch ein bisschen begünstigt in der Fragestellung unserer Studie und da eher noch den Best Case für die Werbewirkung ausgewählt. Und Facebook ist eben an letzter Stelle. Hier ist noch wichtig, warum sind die Säulen so diagonal geteilt? Das soll zeigen, dass wir bei BVOD und bei YouTube jeweils zwei Screens haben. Einmal auf dem Big Screen und einmal auf dem kleinen Screen. Und bei Facebook haben wir sowohl mit optimierten als auch mit nicht optimierten Spots gearbeitet. Also wir haben schon versucht, die Plattformen auch sehr, sehr fair und sehr, sehr nah an der Medienrealität zu untersuchen. Genau, das soll es dann eigentlich auch zur Werbewirkung schon gewesen sein. Wir haben nochmal in einem Chart die allerwichtigsten Ergebnisse auf einem Überblick zusammengefasst. Das ist in einer tabellarischen Form, wo wir einfach mal für die drei Systeme, wenn du nochmal einen zweiten klickst, super, für das Setting und die Wahrnehmungschance, also das System 0,
für die Reaktion und auch die Akzeptanz von Werbung. Die Ergebnisse haben wir jetzt gar nicht gesehen. Das ist das System 1 in der Mitte. Und dann für die explizite Wirkung einfach nochmal die Rankings der Medien gegenüberstellen. Und ohne dass wir jetzt hier komplizierte Treiberanalysen oder Kausalzusammenhänge analysiert haben, man sieht ja schon mit dem bloßen Auge, dass diese Themen in irgendeiner Form miteinander zusammenhängen müssen. Fernsehen hat in aller Regel immer die erste Position. Manchmal tauscht es die noch mit BVOD. Aber man sieht hier eben sehr, sehr deutlich, dass das Ranking am Ende im Werbepotenzial hinten bei der expliziten Wirkung sich offensichtlich sehr stark speist aus den Bedingungen, die wir im System 0 und im System 1 untersucht haben. Genau. Und zum Abschluss möchte ich jetzt noch darauf hinweisen auf die Veranstaltung, die vorhin auch schon angeteasert wurde. Wir haben jetzt eigentlich gelernt, dass die kontextuelle Situation, also die Nutzungsverfassung, ganz entscheidend für die Werbewirkung ist. Und ihr seht hier jetzt tatsächlich auch schon Originalbilder von Nutzungssettings, die uns die Teilnehmer aus der aktuellen Studie persönlich sozusagen gesendet und hochgeladen und zur Verwendung zur Verfügung gestellt haben. Auf dem letzten Slide bitte noch jetzt der Hinweis zu dieser Studie. Hier geht es jetzt eben noch mal genauer um die kontextuelle Situation. Die Studie heißt Mapping the Mood und wir versuchen wirklich herauszufinden, welche Nutzungsmuster gibt es, also wie werden Medien genutzt, in welchen Situationen, mit wem, wo, wann, wie, warum. Und haben da in einer ganz, ganz spannenden Studie beziehungsweise in einem modularen Studiendesign erste sehr, sehr schöne Ergebnisse, die tatsächlich jetzt gleich bei den Screenforce Days präsentiert werden, im Prinzip in einer Minute. Abgesehen davon, dass wir jetzt auch gerne noch hier für Fragen zur Verfügung stehen, könnt ihr euch sehr gerne, sofern ihr nicht ohnehin bei den Screenforce Days angemeldet seid, über einen Link, den der Samuel jetzt teilt, dort mit einklinken und direkt jetzt live sozusagen an diesen Ergebnissen auch teilnehmen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank allen für die spannenden Ausführungen. Ich würde sagen, während Samuel den Link shared, noch Fragen zu beantworten. Und hier sehe ich auch gleich eine vom Dominik. Dominik, willst du gerade selber die Frage nochmals formulieren, damit wir dann die richtige Person für die Antwort finden, bitte? Mhm. Es wurde ja bereits erwähnt, dass für YouTube nur non-skippable bezogen wurde für die Auswertung. Somit ist eigentlich klar, aber bei non-skippable wurde das Bild gezeigt, dass das hat sehr viel geskippt wird. Wenn man aber meistens auf YouTube Cost per View einkauft, hat man die ja wie geschenkt. Also somit eigentlich, oder im Allgemeinen, wie fest ist die Relation von Werbewirkung zum Einkaufspreis, was ja auch relevant ist, berücksichtigt worden? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und wir haben tatsächlich in dieser Studie jetzt den Preisaspekt nicht sozusagen noch mit in diese Systeme reingerechnet. Ich würde aber mal davon ausgehen, die Unterschiede in der Werbewirkung, der Sam hat es ja gezeigt, die sind schon auch nochmal dramatisch, was YouTube-Skip und Non-Skip angeht. Und ohne, dass ich jetzt das Pricing der Kollegen so ganz genau kenne, denke ich nicht, dass das auch durch einen günstigen Preis aufgefangen werden kann. Okay, aber dann ist das Pricing gar nicht mit eingeflossen. Es geht hauptsächlich also nur um die Werbewirkung, damit es nicht irgendwie verwässert wird mit weiten Parametern. Dieses Jahr, der Preis ändert sich ja auch. Das ist eigentlich sehr klug. Das müsste jetzt im Prinzip jeder mit Reichweiten und Pricing-Daten verrechnen, um dann wirklich zu sehen, wo ist die Effizienz am höchsten. Super, danke vielmals. Vielen Dank. Ich sehe die Links jetzt oder den Link im Chat drin. Bevor Sie aussteigen, kopieren Sie den raus oder klicken Sie ihn an. Weil wenn Zoom dann zu ist, ist dann der Weg. Wir werden die Präsentationen hinterher schicken. Das Ganze wird auch aufgezeichnet. Das kommt alles. Jetzt sehe ich noch eine weitere Frage von Scott. Vielleicht auch gerade selber stellen, bitte. Ja, vielen Dank für die spannenden Studienergebnisse. Ich habe mich jetzt nur gewundert, ob man einfach auch berücksichtigt hat mit einem Faktor, dass man halt bei TV-Werbung dann vielleicht gar nicht vor dem Gerät ist, um zum Beispiel sich einen Snack zu holen. Oder hat man jetzt hier nur
die Zahlen angeschaut, wenn man wirklich die Werbung aktiv sieht vor dem Fernsehgerät. Mhm. Ja, also da gibt es... Warte, ich kann sonst diese Frage übernehmen, weil das im Endeffekt betrifft die Frage, das Messsystem der Reichweite von Mediapuls. Also es heißt, wenn jemand einen Snack holen geht, dann sollte der eigentlich gar nicht gemessen sein. Also der meldet sich ab und der Kontakt ist am Schluss kein Kontakt. Also eine abgemeldete Person, die Snacks holen geht, ist gar kein Kontakt. Und hier in dieser Studie, ja, da geht es um die Werbewirkung. Das setzen wir voraus, dass der Kontakt stattgefunden hat. Also hier ist nicht die Reichweite quasi Objective von der Studie, sondern wirklich die Wirkung, wenn dann der Kontakt stattfindet. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Danke, Samuel. So, gibt es noch weitere Fragen? Sonst würde ich Moritz zum Abschluss übergeben. Vielen Dank, Philipp. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen allen Spaß gemacht und Sie konnten etwas mitnehmen. Wir freuen uns natürlich auf Feedbacks und wir werden dann auch die Präsentation dann im Anhang noch sharen. Ja, da bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als euch oder Ihnen eine tolle Woche zu wünschen. Und wir freuen uns dann auf das nächste Webinar, voraussichtlich im September, Oktober. Sie werden von uns auf dem Laufenden gehalten. Vielen Dank und eine gute Woche.